Ich habe meinen neuen Vorstand bekommen, Dr. Christoph Stierlin, und der Wahnsinnige schenkt mir ein Buch, auf dem steht Sudbury. Wer kennt Sudbury? Haben wir zu wenig Mütter hier oder was? Ja, wie ich jung war, da haben wir von Summerhill geträumt. Das war endlich mal eine anti-autoritäre Erziehung. Heute gibt es Sudbury. Sudbury heißt radikal frei. Ja? Ich habe das Buch hoffentlich drüben liegen, kann jeder drin blättern. Und es ist radikal, ja? Dass die Menschen sich wirklich so entwickeln dürfen, wie sie es wollen in der Schule. Und wenn ich mir die Schulen anschaue, wie ich sie mit meinen 7 Kindern erlebt habe hier in Deutschland, dann meine ich, schlechter kann es gar nicht mehr werden. Man könnte also auch mal was Radikales ausprobieren. Mein lieber Partner Wolf ist in die Schweiz gegangen, weil er gehofft hat, und ich glaube, das ist auch so, dass die Schulen da ein bisschen besser sind. Unter anderem hast du mehr Gründe gehabt. Gut, ich meine, dass nicht nur Schulen, sondern auch soziale Systeme wie Unternehmen mehr Sudbury brauchen könnten. Mein Vorstand ist sehr traurig, dass er sogar bei Interface nur wenig Sudbury durchsetzen konnte. Vielleicht ist das ein Grund, warum ich jetzt auch aufhöre. Ich würde mir mehr Sudbury wünschen. Ja. Aber warum brauchen wir mehr Sudbury? Ich kann es ganz simpel erklären. Ja. Es gab da mal die industrielle Revolution. Dann wollten erste Phase Version 1, ja, V1 oder wie heißt das, Lab 1.0, industrielle Revolution 1.0, hat man Dampfmaschinen gebaut. Das war noch relativ simpel. Dann kam die Revolution 2.0, sage ich mal, da haben Leute wie der Henry Ford Autos gebaut. Ja? Und das ist auch heute in einem Vortrag ein bisschen angeklungen. Dann kam der Taylorismus. Und der war zwingend notwendig. Warum? Es gab ja keine Arbeiter, die ausgebildet waren. Ja, man hat aber viele Menschen gebraucht, um eben am Fließband was zu bauen. Und es war eigentlich ganz einfach. Auf den Feldern wurden die Bauern in großen Mengen arbeitslos. Ja, wenn man jetzt aber weiß, wie spät überhaupt erst die Zeit in die Welt kam und wie lange sich Nationen wie Frankreich gewehrt haben, und zwar aus Nationalstolz, eine einheitliche Zeit einzuführen, dann war es klar, dass diese dummen Bauern, die hatten kein Zeitgefühl. Die sind aufgestanden, haben die Kühe gemolken und dann haben sie halt auf dem Feld gearbeitet und dann war der Abend da und dann haben sie halt sich schlafen gelegt. Ja? Und jetzt kommt die getaktete Welt der Zeit, wo produziert wird am Fließband. Und das war ganz klar, dass das nur möglich war, weil die schlauen Ingenieure, die Kaste der Ingenieure, die hat es ja gewusst, wie es geht. Ja? Und die Leute haben ja auch keine Werkzeuge gekannt. Ja? Die haben halt dann gelernt, du machst Hammer, du machst Schraubenzieher, du machst das. Die Uhr tickt und dann wird gewerkelt. Ich finde immer so wunderschön den Film von Charlie Chaplin, Moderne Zeiten. Da kann man das so toll sehen. Ja? Ich meine, das ist heute anders geworden. Ich sage mal ein paar so Slogans, die das Weltbild vielleicht von vielen Menschen heute beschreiben. Mein erstes Slogan ist da: War is over. Der Krieg ist vorbei. Wir machen Frieden. Finde ich eine wichtige Aussage. Zweite Aussage: Future is female. Haben wir auch beim PM-Camp hineingeschrieben, unser Leitbild. Die Zukunft ist weiblich. Ja? We want peace and freedom. Wir wollen in Freiheit und in Frieden leben. Im Kleinen, Gott hat das wunderschön beschrieben, wie im Großen. Da könnte ich jetzt noch viele Sätze sagen. Ein wichtiger Satz ist für mich aus, denn wir leben nicht mehr fürs Leben im Jenseits. Wir leben fürs Heute und Jetzt zuerst mal. Und wenn wir in den Himmel kommen, schadet es auch nichts. Ja? Okay. Ich bin oft in St. Gallen gewesen, habe da wunderbare Menschen kennengelernt, die haben am St. Gallner Managementmodell Version 5 gearbeitet. Und ich durfte es mit revidieren, worauf ich sehr stolz bin. Als ob es auch verständlich ist, ob es anwendbar ist. Die Schweizer sind sehr gründlich und die laden sich dann Unternehmer ein für sowas und sogar einen Deutschen dazu noch. Ja. Bin immer begrüßt worden, wie machst du das mit eurem Kündigungsschutzgesetz, kann ja gar nicht und so weiter. Wir schaffen es ja trotzdem. Gut, aber ernsthaft wieder. Da habe ich kennengelernt, dass der Gründer des St. Gallener Managementmodells ein Hans Ulrich ist. Und die Professoren, die ich da getroffen habe, die haben ihn unheimlich, ja, der ist ja schon lange tot, der Hans Ulrich, aber in einer tollen Erinnerung gehabt. Ja.
Und Hans Ulrich, dann habe ich auch dann in diesen Arbeiten meinen Aufsatz von ihm gefunden. Keine 3 Seiten. Blöd ist nur, dass die Sachen nicht im Internet stehen. Die liegen in irgendwelchen Büchern, in irgendwelchen Regalen drin stecken. Und ab und zu kommt ein verrückter Blogger, und da gibt es Gott sei Dank viele, und der findet das Buch und sagt, hey, super Aufsatz von Hans Ulrich 1982, 8 Thesen zum Mandelnsmanagement. Ich mache die Thesen ganz kurz. These 1, jetzt bin ich der Pfarrer auf der Kanzlei, die Unvorsehbarkeit von Zukunft als Normalzustand akzeptieren. These 1. Wahnsinn. Revolution. Ja. These 2, Hans Ulrich, die Grenzen des Denkens weiter stecken. Ja. These 3, sich vom sowohl als auch und nicht vom entweder oder leiten lassen. Einverstanden? These 4, sehr schwierig, weil das menschliche Gehirn begrenzt ist auf 3 Dimensionen. Da weiß der Klaus-Jürgen viel drüber. Da ist er da hinten. Mehrdimensional zu denken. Mehrdimensional zu denken, nicht nur eindimensional. Also nicht nur Profit Share oder Value oder sowas. Ja? Jetzt sind wir dann die Nummer 5 und das, da habe ich den Titel des Seminars geklaut. Selbstorganisation und Selbstlenkung als Gestaltungsmodell des Unternehmens zu begreifen. Hans Ulrich 1982. Ja? Nächste These, die Nummer 7, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und 8. These, Gruppendynamik ausnutzen. Ich habe das, wann war es, 2009 oder so, im Bummelzug mit den beiden großen Dieselloks nach Zürich gelesen. Ich war elektrifiziert. Ich habe gesagt, hey, da steht doch alles seit 1982 und warum wendet es keiner an? Hat es niemand gelesen von diesen Unternehmen, wo da der Rotzer so schön erzählt hat? Ja. Für mich sind diese 8 Thesen sowas von klar und einleuchtend. Braucht man nichts mehr dazu sagen. Ich habe lange nachgedacht, weil ich immer gerne noch einen 9. Punkt finde. Mir keiner eingefallen. Ja. 25 Jahre später, also nachdem Hans Ulrich geschrieben hat, habe ich auch einen großen Mann in der Schweiz kennengelernt, den Simon Grant, der auch in dem Umfeld St. Gallen Hochschule wirkt. Und mit ihm habe ich in vielen Workshops zusammengearbeitet und wir haben uns im Kreis gedreht, alles sehr wissenschaftlich und am Schluss kommt raus, ein guter Manager zeichnet sich dadurch aus, dass er ein wenig öfters in der Lage ist als ein anderer, das, was dem Unternehmen nutzt, von dem, was dem Unternehmen schadet, zu unterscheiden. Also er kann ein bisschen besser was gut und schlechtes bewerten. Und noch einfacher, besonders gut ist er dann, wenn er ein bisschen öfters das Richtige oder das Falsche entscheidet. In der Schweiz gibt es so verrückte Wissenschaftler, die behaupten, dass 90% aller Entscheidungen falsch werden und schlecht werden von Managern. Und belegen das sogar noch. Ja, gut. Das zweite Thema, was mich vor kurzem dazu elektrifiziert hat, das kam auch ein bisschen an. Einer hat Kollateralschaden, hast du gesagt heute? Kollateralschaden. Mich biezeln mal solche Begriffe, weil es wird in Wikipedia übrigens als Nebenschaden von Aktionen geschildert. Ja? Und dann denke ich mir, eigentlich ist das ja auch klar, wenn ich was Schlechtes mache. Ja? Nehmen wir an, ich tue jetzt jemanden hier verletzen oder beleidigen oder ich schade, dann kann ich mir vorstellen, das schadet nicht nur dem des Kunden, sondern es kann Kollateralschaden geben. Ja? Morgen steht in der Zeitung, was ich gemacht habe, übermorgen ist die Interface pleite, was weiß ich. Ich weiß nicht was, aber es kann vieles passieren. Ja? Und dachte ich mir, das ist einleuchtend. Dann denke ich mir, hey, wenn ich was Gutes mache, dann gibt es einen kollateralen Nutzen. Und da ähnlich wie, du hast gesagt, im Broch hast nachgeschaut, ich natürlich als erstes, Wikipedia, gibt es keinen kollateralen Nutzen. Ja, scheiße, auch Trefferverhältnis, ganz schlecht, eine Seite nur. Aber ganz oben steht ein Treffer auch von seiner wissenschaftlichen, steht die Definition drin von Kollateralnutzen. Da steht drin, das spaßige Gegenteil von Kollateralschaden. Da habe ich so einen Hals bekommen, einen Artikel geschrieben, warte. Nach einer Woche war ich dann in Google mit Kollateralnutzen auf Platz 4. Das geht mir oft so, ja. Ja, natürlich gibt es Kollateralnutzen und natürlich kann ich was Gutes machen als Manager und muss mich gar nicht darum kümmern, was das bewirkt, weil es eh so viele Vorteile mit sich bringt, dass ich am Schluss eh gewinne. So einfach ist es doch. Ja. Ja, eine ganz neue Idee.
Ich habe das dann auf dem Barcamp erzählt, dann habe ich gleich von mehreren Leuten Bücher mit Widmung bekommen. Danke, habe ich, kann ich belegen, ja. Der Andreas Zeug war auch dabei. Danke für den kollateralen Nutzen, ja. Das Blöde ist das. Im selben Zeitraum ist ein Artikel in der Frankfurter Zeitung drin, wo genau dasselbe drin steht. Ja. Also ich glaube, wenn die Zeit reif ist, Graswurzelbewegung, dann kommt das. Und dann ist nicht der Roland Dürre der Erfinder, obwohl er es erfunden hat, sondern viele, viele Menschen. Deswegen bin ich auch gegen Patente und Copyright und sowas. Gut. Ja, wenn man darauf über das nachdenkt, so entstehen ganz verschiedene Fragen, gerade auch im Bereich unserer, ja, kreativen Wissensarbeit, wie man das nennen will. Die tue ich einfach mal formulieren. Ja. Ist Taylorismus immer noch zielführend? Da haben wir heute auch schon gewisse Antworten gefunden. Ich würde sagen, nein. Punkt, ja. Sollte nicht Regionalisierung wieder vor Globalisierung stehen? Ich würde sagen, ja. Eine Frage, die ich noch nicht so ganz beantworten kann. Haben wir endlich verstanden, dass Zukunft eben nicht vorhersehbar ist? Disruptive Ereignisse, gibt es ja auch von Taleb und so, Schwarze Schwanen, ganz neue Bücher. Also es kommt so langsam, ja, diese Denke. Und dann natürlich, was heute mit dem agilen Manifest, Agile Manifesto gesagt wurde, ja, Planung wird immer schwieriger. Und in dieser komplexen Welt müssen wir uns klug lernend hineintasten. Anders wird es nicht gehen. Ja. So die Großprojekte, ob jetzt dann, nehmen an, das schätzt du besonders als Stuttgart 21 oder sowas, weil du daherkommst, oder so ein Großflughafen, ja, das ist halt nicht mehr so ganz einfach wie früher, ja, weil vielleicht auch sogar Sinnzweifel da sind bei den meisten Beteiligten, ob man den Mist überhaupt braucht. Ja. Natürlich müssen wir die Dinge wieder einfacher machen, ist ganz klar. Also Lean ist dabei. Ich glaube, die Zeit des Teilhabens und des Teilens ist gekommen. Shared Economy, Open. Ja. Ich glaube, die Intuition, das haben wir auch schon oft besprochen, muss wieder eine relevantere Rolle kriegen. Das ist aber kein Appell, jetzt leichtfertig da irgendwie dem Gefühl nachzugehen, sondern halt nachzudenken. Was habe ich für einen Eindruck? Passt das? Und so weiter. Ja. Aber es nicht unterdrücken. Ich habe gelernt, auch bin ja overskilled, ich muss Informationen sammeln als Manager. Wenn ich sie gesammelt habe, dann muss ich sie bewerten. Und dann ziehe ich die Schlüsse und dann handle ich. Total Bullshit. Entschuldigung. Ja. Ja, ich glaube, die Kunst in der Zukunft wird sein, die eigenen Talente der Situation angemessen einzubringen. Und da glaube ich tatsächlich, dass die Geisteshaltung ein ganz wichtiger Punkt dabei ist. Ich habe noch mehr Fragen. Brauchen wir wirklich immer noch Menschen, die uns sagen, wo es lang geht? Wenn ich euch erzähle, wie mir heute noch, ja, obwohl ich erwachsen bin, obwohl ich Unternehmer bin, obwohl ich Chef bin, wer alles noch meint, er müsse mir zu sagen, wo es lang geht, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja? Und ich verstehe es, die Leute nicht merken, dass ich sage, ich mache doch eh, was ich will. Ja? Das ist völlig sinnlose Mühe, ja, aber sie machen es trotzdem. Ich verstehe es wirklich nicht. Ja? Eigentlich ist es doch, geht es doch nur darum, wir werden die Probleme von morgen nicht mit den Methoden von gestern lösen. Ich bedanke mich für Anwesenheit, für die tollen Nachmittag und bitte um noch ein bisschen angeregte Diskussion. Vielen Dank. An die Referenten.